Guten Abend zusammen. Guten Abend, Final. Guten Abend, Spartaner. Mittlerweile ziehst du die anderen Teile vor. Ich habe bisher nur den. Jetzt kommt gleich noch eine Kamera. Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Helen. Ich habe mich mal so grob da in der Mitte platziert, in der Hoffnung, dass es passt. Auch da ich gestern Abend, ich wollte ja gestern eigentlich, wie versprochen, streamen. Bin von der Arbeit nach Hause gekommen und der Rechner, mein Zock-PC, hatte folgenden Modus. Installiere Windows-Update, crashe nach Neustart so, dass der Bluescreen hängt, nach Reset stelle Wiederherstellungspunkt her, nach Neustart installiere Update, crashe so nach Neustart, dass ich im Bluescreen hänge, stelle Wiederherstellungspunkt her. Ihr seht den Teufelskreis. Was dazu geführt hat, dass ich gestrigen Abend damit verbracht habe, Windows neu zu installieren. Sprich, alles ist weg, alle Einstellungen. Deswegen auch nochmal die Bitte, wenn das Mikro zu laut, zu leise, wenn ihr zu viel hört, wenn ich scheiße aussehe, wenn ich nicht, wenn das, nicht wenn ich scheiße aussehe, das tue ich so, wenn hinter mir die Realität durchguckt, Bescheid sagen bitte. Weil natürlich sind auch alle Einstellungen flöten gegangen. Deswegen gibt es auch Spartaner leider momentan noch keinen Ankbot, weil ich heute damit beschäftigt war, Assassin's Creed wieder zum Laufen zu bringen. Da konnte nicht mein Spiel was dafür, sondern die Firewall, die ich verwende, ist irgendwie extrem regressiv geworden und hat einfach Spiele, die ursprünglich mal auf CD waren und einen DRM-Code brauchen, geblockt. Mir aber keine Meldung gezeigt. Normalerweise sagt der Firewall, hey, zulassen oder nicht zulassen. Nein, sie hat einfach geblockt. Ich habe dann 25 Mal das Spiel deinstalliert und neu installiert und es hat halt nie funktioniert. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, oh, bei anderen Spielen ist es ja auch, wo ich dann mal rumprobiert habe. Ja, deswegen der etwas spätere Streaming-Beginn. Ich wollte eigentlich um 2 anfangen, beziehungsweise um 2 anfangen, den Unbox einzurichten. Deswegen ist alles noch nicht da. Ja, die Firewall. Und ja, so viel arbeite ich normalerweise nicht. Sottel. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Fail-Counter kannst du ja schon mal mitzählen. Ich werde für jedes Spiel einen extra Fail-Counter einrichten, wenn ich den Unbox wieder neu einrichte. Und da ich nicht mit Controller spielen kann, ich kann es nicht, ich habe nie eine Konsole besessen, deswegen spiele ich mit Maus und Tastatur. Zähl einfach mal mit, merkt ihr die Zahl, wir werden dann gucken, dass wir einen groß genugen Zähler. Guten Abend, Van. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrenheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel das. Und der Erkenntnis wird mir das Leid. Fehler in der Matrix. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie, sich zu entspannen. Gleich. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meinen Stimmen. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Oh. Verdammt, es klappt nicht. Er hat mich gehauen. Ach, einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Das erste Mal, es geht schief. Das reicht, Mister. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Mister. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Hey, Speicherpunkt erreicht. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet.
mein Leben gerettet. Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Wie gesagt, alle Einstellungen weg, deswegen auch gleich die Frage, Sie könnt ihr mich gut hören im Verhältnis zum Spiel? Ja, ich mach ja gleich. Ganz ruhig. Passt alles. Bitte. Und danke, hinlegen. Spartissel, für den Hinweis mit dem Text. Ich weiß gar nicht, von welchem Text du eigentlich legen Sie sich zurück. Wir erledigen den Rest. Ist ja gut. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden. Um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Okay. Ich werde gucken, dass ich beim nächsten... Wahrnehmung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Video. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her.
Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Lässt die mich auch mal reden? Ich habe schon mal gespielt, also auf diesen... Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Auch diesen Teil, bis ich die erste Stadt freigeschaltet hatte und dann habe ich aufgehört. Oder ich habe dann noch die zweite weitergemacht oder erst eine Stadtteil. Ich kann mich nicht mehr dran genau erinnern. Es war bei Release. Mir wurde es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach zu viel Wiederholung. Zu einfach ab einem gewissen. Also wenn man sich mal dran gewöhnt hatte, wie die Steuerung funktioniert, war es mir dann damals zu einfach. Heute ganz andere Geschichte. Und ich habe bei Mr. Buttontoos, der mich jetzt auch angefixt hat, immer wieder reingeguckt, der alle Spiele durchgespielt hat. Der ist jetzt gerade bei Origins, also beim letzten Teil. Ich konnte nicht alle Teile sehen, weil er oft auch zu Zeiten streamt, wo ich entweder streame oder nachts. Wenn unter der Woche nachts. Deswegen weiß ich so grob, um was es geht. Aber so hundertprozentig genau, was wohinter steckt, weiß ich nicht. Deswegen bitte nicht zu viel verraten. Auch für die anderen, die jetzt zuschauen sollten und es nicht wissen. Einfach, dass die so die Spannung nicht ganz verlieren. Oh, danke. Gut. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Dann könntest du mal bitte gehen? Platz da, ich hab's eilig. Wichtige Person, Platz da, danke. Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Komm, beweg dich. Gut. Perfekt. Das ist jetzt halt das Tutorial, da muss man benutzen einmal durch. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Gut gemacht. Wir sind doch alle gesichtslos. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Die Leiche ist jetzt verschwunden. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Welche Leiche? Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Ist gar nichts passiert? Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten.
Ich bin gerade am Überlegen. Oh ne, ich glaube, die Bildkamera passt soweit. Und wie war eure Woche? Seid ihr gut ins Wochenende gekommen, bevor ich die Frage vollends vergesse? Tötet den Assassinen! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Damit kommt ihr nicht. Der wollte mich hauen. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Recht bequem die Arbeit. So ist recht. Verkriech dich, du Ratte. So ist rechts. Den Rest lässt weg, aber so ist rechts. Recht, nicht rechts. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Die berühmten Trollhaufen. Die ich auch gern mal verfehle. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Das Schwert und die Waffen sind auch gar nicht auffällig. Also, und die Rüstung, die ich habe, das ist ja ganz typisch für einen Gelehrten. Der muss sich ja gegen seine Studenten und Schüler wehren können. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Yippie. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Der nächste Speicherpunkt und ich hab's überlebt. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Also auch jetzt die ersten Missionen sind natürlich etwas leichter und gut.
und zurück. Was hat die Leiche da gerade gemacht? Die ist ein bisschen... Also anscheinend haben sie über die mittlerweile fast 10 Jahre, glaube ich, 2008 kam, glaube ich, das Teil raus, oder? Die Bugs wohl noch nicht alle entfernt. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Das ist so, was man mit Untergebenen umgeht. Was ist das für Personalführung? Das geht ja gar nicht. Entschuldigung. Ja, unauffällig ist alles. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Das war jetzt nicht nett. Mich einfach durch die Gegend zu schubsen. Geht einmal gar nicht. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Das sieht ja fast aus wie bei Tomb Raider. Na komm, da muss ich noch ein paar von den Kreuzrittern. Okay, das wird man ein paar Mal sehen. Das ist die Steuerung mit Maus und Tastatur. Ist da etwas. Komm, kletter hoch, schneller. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Okay, ich bin draußen. Warum? Rip lädt. Ich wollte eigentlich den Typ da. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Der Windeffekt bei dem Kleid sieht schon witzig aus. Da muss es ja stürmen, das ist ja nicht mehr feierlich. Wie das zappelt. Oder bin ich einfach nervös? Ich weiß es nicht. Auf, komm, rennen. Die Map sieht man, also wie gesagt, ich gucke noch nach der Kameraposition, vielleicht verschiebe ich sie noch woanders hin. Ist ja gut. Platz da, ich hab's eilig. Wichtige Nachricht. Platz für den Boten. Platz für den Boten. Ja, ich hab's eilig. Das hast du gut erkannt, die Dame. Schöne Burg. Plus die Heizkosten, das möchte ich gar nicht. Wohl ist ja irgendwo im
Er sollte keinen Ärger machen. Minarett am arabischen Raum. Kreuzzüge, Templer, also... Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Wie das Bändle von Win. Der freut sich, mich zu sehen. Eindeutig. Der tut nur so. Dai. Welche Ehre. Der Meister erwartet euch. Huch. Ja, na, raus. Ist er verrückt? Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Also nicht über die Fahnenwunden, und die wurden früher extra gesteift, dass die in einem Ruck... Versteht ihr? Grafisch finde ich diese so kleine Mini-Bugs schon recht witzig. Gut, man darf nie vergessen, von wann das Spiel ist. Da war der Rest, sah da auch nicht besser aus. Gott, was soll ich denn? Ich soll nach da unten. Okay, ich soll. Ah, okay. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen.
Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab, beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Wenn du meint. Wurfmesser, versteckte Klingel, Faust, Schwert. Mele, Schwert. Alles in Ordnung bei euch? Jetzt mimimi nicht rum, das sind Templer zum Töten. Bah. Ja, ich hab ja schon. Ich komme mehr! Könntest du bitte. Sorry, das Messer nimmt Balken. Läuft weiter. Das hat sich wehgetan. Schnauze. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war der erste Zivilist. Entschuldigung. Der ist wieder ins Wurf rein. Der stand da davor nicht. Kann ich den bitte? Danke. Mit. Könntest du bitte. Töte den Assassinen! Schon wieder der Zim. Können die Zivilisten bitte mal aufhören mit ihnen? Das ist ja grausam. Werden schneller. Angriff abbrechen! Zurück nach Masyaf! Befehl von Al-Mualim! Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Wir haben uns also jetzt eingemottet. Okay. Alter Held, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Na gut. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Nein, ich habe den Auftrag dazu. Ich bin nicht verrückt. Es wurde mir so gesagt, das zu machen. So ein Narr! Nein! Sind die aber unfreundlich? Geht auf diese Plattform, Altair. Mir schwant Grausames. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert! Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten! Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Nicht nett. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut.
Dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Ist es jetzt so ein, Ja, mach ich doch. Hallo? Ah. Trommelhaufen. Mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Das hat sich zumindest ungesund angehört, aber eigentlich ist es zumindest kein offener Bruch. Komm. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Nee. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Wetten, hier fliege ich mindestens einmal runter. Okay, doch nicht. Hätte ja sein können. Drück und halte Taste 1, das ist übrigens die rechte Maustaste, und leer und bewegen Sie die Wand hoch. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Wo ich so glaureich daneben gesprungen bin. Der Angeber. Ja, genau. Alles aus den Armen. Alles aus dem Unterarm. Das ist ganz wichtig. Ups. Also schwimmen kann er nicht. Oh, die Templer werden uns hören. Ich bleibe zurück und kümmere mich um. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde. Genau da lang. Danke. Und diesmal bitte geradeaus hochklettern und nicht ab. Hallo? Ja, hallo? Oh, endlich. So, nächster Versuch. Nein, nicht da. Da, genau. Zum Glück diesmal in die andere Richtung, aber irgendwie mag er es nicht, wenn ich zwischendrin mal Leertaste oder rechte Maustaste nicht mehr gedrückt halte. Also immer gedrückt halten, sonst macht er diesen komischen, was auch immer das sein sollte. Sonst springt er nämlich plötzlich einfach runter. Die fahren. Was soll ich denn eigentlich machen? Missionsziel? Warte auf Eingabe. Okay. Ah, ich soll hier angreifen. Okay. Thank you.
Bäume. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf dass ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Du hast ein Messer, das ist... Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, alter ihr. Das tut doch weh. Oh, Speicherpunkt. Okay. Und nur einmal gestorben, weil falsch gesprungen. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Ich wollte bei den Zwischensequenzen die Cam rausmachen, weil da weiß man halt nie, wo die Leute hinlaufen. Einfach um sicher zu gehen, dass ihr auch das seht, was ihr sehen wollt und nicht mich in der Fresse habt. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Na toll, das Ende der Videosequenz, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, also kann ich gleich wieder anmachen. Was soll ich jetzt machen? Schön, die diskutieren jetzt ihren Führungsstil. Kann man jetzt auch drüber diskutieren. Können wir hier irgendwo rumhacken oder? Na komm. Nö, nichts anzuklicken. Da könntest du...
unsichtbar, hat er jetzt Probleme im Schatten gehabt, konntest du über seinen Schatten nicht... Hallo. Da läuft zwei Schritte und dann... Jetzt bleibt er wieder stehen. Ich glaube, ich muss mal meine Tastatur anschließen. Eine Sekunde, Entschuldigung. Da war was mit Interaktion. Hier ist doch was. Da ist sogar was auftaucht. Hä? Oh. Kamera direkt auf die Kameras. Auf die Dusche, okay. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Really? Das ist gerade dein größtes Problem. Was muss ich machen? Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Da komme ich gerade her und bin unten. Okay. Geh mal wieder zurück. Verdammt, abgeschlossen. Komm, lass mich raus. Nein, lass mich nicht raus. Können wir wenigstens duschen vorm Schlafen gehen oder müssen wir ungewaschen ins Bett? Okay, ich sehe mich durch die Kamera. Guten Abend, Shizuka. Ja, ich verweigere den Controller noch so weit es geht. Ich werde es verzweifeln, ich bin auch gerade vorhin schön von der Klippe gesprungen, aber dieses Ding hier verwende ich erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Mann, Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Ich will auch so ein Blinke-Koli. Wo kriegt man so Blinke-Kolis? Einen wunderschönen Abend auch dir, Kaierlein. Wie geht es euch beiden? Seid ihr gut ins Wochenende gekommen? Habt ihr den Tag heute gut überstanden? Und Manic, einen wunderschönen Abend auch dir. Bisher habt ihr das Tutorial verpasst und ja, ich bin im Tutorial gestorben.
bin falsch abgebogen. Ich bin von der Wand runtergesprungen und festgestellt, dass da runter, da ging es dann. Aber lassen wir das. Hallo. Hallo. Die will nicht mit mir reden. Machen Sie es nicht kompliziert. Setzen Sie sich auf den Animus, damit wir anfangen können. Ich gehe ja schon. Ich könnte den ganzen Tag momentan auch schlafen. Was ich im Prinzip auch gemacht habe, wenn ich nicht gerade meinen Rechner neu installiert habe oder festgestellt habe, dass meine Firewall das Spiel nicht spielen lässt. Los geht's, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Den haben wir. Okay, das sind die Weißen. Das stand ja hier irgendwo. Hier steht es ja. Erinnerung, complete, komplett, complete. Boah. Sitzung. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Kein Controller. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, ihr, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Es sind keine Schotten. Aber ja, es ist schon, vor allem wenn, wie das Dinner. Die freuen sich immer, sich gegenseitig zu sehen. Also auch die Fahnen. Also die sind mit Steifmittel gewaschen worden. Das ist ja grausam. Da muss man mal mit der Putzfrau reden. Das ist ja. Guck dir das mal an, da her. Blang, blang. Ich kann mich ehrlich gesagt auch damals, wo das rauskam und ich das gespielt habe, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es so Grafik. Heute lacht man drüber. Damals hätten wir wahrscheinlich gesagt, was ist das für ein Scheißbug, auch wo der hinten da gerade rumgelaufen ist und dann sein Kutte so riesig geworden ist. Also. Ja, das Nachziehen vom Gewand meine ich, das sieht halt schon. Komisch aus. Ich weiß nicht, ob es an DirectX liegt, aber. Da kommt noch genug. Ah, okay.
Danke. Und Kontrolle, ich kann Kontrolle nicht. Das wird Ärger verursachen. Sorry. Oh, mein Blatt. Da blinkt. Oh, ich vergaß. Oder ich erinnere mich, dass kurz zur Erklärung, ich habe schon vor, alle Teile zu spielen. Ich habe auch schon die Hälfte gekauft. Auf zwei warte ich noch auf ein Angebot. Das war zu PS2-Zeiten, genau. Angefixt hat mich mit Mr. Buttontooth, der das auch komplett durchgespielt hat, von Anfang bis Ende, und ist jetzt bei Witchen. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Also Buttontooth hat mich angefixt. Der ist jetzt beim letzten Teil und ich wollte dann einfach... Hab mir jetzt alle Teile gekauft. Ja, ich habe schon alle. Und ja, ich habe auch gelesen, dass... Also ich kannte halt noch den ersten Teil, wie gesagt, den habe ich damals bei Release mal gekauft. CD fand ich nicht mehr, deswegen musste ich mir den für die 2 Euro nochmal kaufen. Aber da wusste ich, dass ich eigentlich relativ gut zurechtgekommen bin. Bis aufs Klettern, da bin ich ab und zu mal, anstatt hochzuklettern, links weggesprungen. Aber ja, ich habe auch gelesen, dass es in neueren Teilen vor allem bescheiden werden soll. Ich habe mir auch den Xbox-Dinger hier geholt, damals für Rocket League. Aber ihr könnt ja mal Link fragen, wie gut ich mit den Dingern umgehen kann. Entschuldigung, darf ich mal hier... Geh mal weg da. Oh, Trollhaufen. Und noch ein Trollhaufen. Okay. Ja, wenn man das auf die Farben betrachtet, dann ist natürlich blöd. Oh, da ist, da ist was. Ich hab's gesehen. Ich hab's genauer gesehen. Meins. Sind ja bloß noch 18. Scheiße. Muss ich die alle sammeln, um das Spiel durchzuhaben? Ich bin schlecht bei sowas. Ich bin kein Grinder. Ja, weg da. Ich hab Auftrag. Weg. Was ist Ihnen getan? Ja, wie alles? Nein. Jetzt bin ich auch noch vorbeigelaufen. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Belauschen. Setzen Sie sich auf eine Bank in der Nähe und erfassen Sie das Ziel. Ist ja gut. Ganz, ganz ruhig. Bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Mimimimi, also. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir haben bloß 4 Leben. Ach, du. Wenn
Wenn du 100% machen willst, da würde ich mal ganz frech sagen, nein, das brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, dass die Entscheidung überlasse ich euch, wie weit, also ob das ein 100% oder ein Story-Run werden soll, aber ich weiß sowieso schon die Antwort. Also ja, dann gucken wir mal, bis es euch langweilig wird und wir dann mit Teil 2 weitermachen. Ich gucke auch, dass ich, das ist glaube ich chronologisch schon wichtig, die Spiele in der richtigen Reihenfolge zu spielen, oder? Also 1, 2, dann die Zwischenstufen, dann 3, dann die Zwischenstufen, dann 4, die Zwischenstufen und dann Origins, oder? Henning? Ja gut, du kannst mir jetzt schon das Ende verraten, weil bis zum nächsten... Also ich nehme nicht an, dass wir es heute schaffen, bis zum... Morgen bin ich jetzt da auch geklettert. Oh, da ist eine Fahne. Also das Ende darfst du mir jetzt ruhig verraten, weil bis zum nächsten Stream, wenn wir dann mal irgendwann zum Ende kommen, habe ich es wieder vergessen. Wo ist jetzt die Fahne? Da hat er so einen Platz zum Stehen und er meinte, okay. Da war doch eine Fahne. Wo ist denn die Fahne? Da. Angeber. War doch irgendwo. Warum macht er das? Wie seltsam. Mäh. Nur Professoren da draußen. Also wenn ich, also wie gesagt, ich habe bei Buttontooth immer zugeguckt. Allerdings bedingt dadurch, dass er meist oft streamt, wenn Hörnchen mal wieder blind. Wo? Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ich sehe nicht mehr. Zugeguckt, konnte allerdings nicht alles sehen, von daher habe ich mich nicht selber gespoilert. Frau sagt nicht da. Welche Frau? Die beiden Frauen wahrscheinlich. Ich mache jetzt einfach mal die Mission hier, sonst kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Komme ich da runter? Kann ich hier? Ich sagte da runter. Hui, was war denn? Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Trollsprung! Was? Das war ein perfekter Spicker in... Entschuldigung. Ist auf das Heu, dann ein Schritt geht, plopp, weg ist er. Entschuldigung. Ah. Schön. Taschendiebstahl. Ziel erfassen für Anfang. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Taschendiebstahl initiiert. Drücke Umschau. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wache!
Ups. Fail. Ja, leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, den Angbot wieder anzumachen. Ansonsten natürlich, Spartissel hat schon angefangen, wir sind schon bei 3 Fails. Also sprich bei 4. Ich werde den dann natürlich auch dementsprechend vorfüttern. Jetzt nochmal gucken. Na, 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 na. Fünf. Musun nahe der Zypressen finden. Okay. Und nun? Gibt es hier irgendwo eine Missionsbeschreibung? Befragung, okay. Also so ein Log gibt es nicht, oder? Du findest unser. Ich sagte ja, wo Shizuka schon meinte, ich solle. Der funktioniert, der Trollhaufen. Da müssen wir mal mit dem Trollhaufen TÜV sprechen, dass der da hinten defekt ist. Wo Shizuka schon auf Twitter meinte, ich müsste ja dann mit Controller. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal durchs Tutorial gekommen. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, drücken Sie F, um die Fragungsmission zu aktivieren. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Befragung. Initiiere Erinnerungsblätter. Folge sie dem Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen sie ihn, um ihn zum Reden zu bringen. Das kann ich. Das kriege ich gerade noch hin. Wahrscheinlich sollte ich mir sicher über abgelegenen Ort umgehen. Wir rennen überall Leute rum, wo soll es hier abgelegen sein? Und warum hat er ein modernes Head-Up-Display, dass er diese ganzen Informationen... Nein, lass mal das. Ah, ich sehe. Abgelegen. Hallo. Das hättet ihr besser nicht getan. Dumm. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, Altair. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen.
Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr es für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Da fehlt ein Finger. Rang 1. Neue Waffe erhalten. Schwert auf Taste 3. Neue Waffe erhalten. Versteckte Klinge auf 2. Sie können im Hof trainieren. Okay. Shizuka, das Einzige, was ich meinte, war, weil Fail-Counter und Manic sich ja auch darüber gefreut hat, dass es unterhaltsam sei. Dass du ja gesagt hast, auch schon auf Twitter, dass ich das unbedingt mit Controller spielen müsste. Und ich ja dann meinte, da hätte ich wahrscheinlich das Tutorial bis jetzt noch nicht mal durchgespielt. Von daher. Was sind wir denn hier eigentlich? Gut, das ist hübsch. Hallo, die Damen. Gut, da werden wir noch nicht raus dürfen. Dann würde ich nochmal mit dem Ingenieur drüber reden, weil das ist ja. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ach, ich darf nicht trainieren, ich muss trainieren, okay? Ja, ich bin in Verteidigungsstellung. Richtig. Das habe ich ja gerade gemacht. Ja. Komm mal raus hier. Entschuldigung, das ist ja bloß Training, ich stehe zu. Das Werk eines Meisters. Kommt da noch eine andere Mission oder Escape drücken wir ab? Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Was ich gerade sagen wollte, bevor der nette Herr mich unterbrochen hatte. Wenn das Absicht ist, dass also wenn es so gibt, dann schlechte Konstruktion. Ganz schlechte. Ja, total. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Es
braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff... So, wo müssen wir jetzt hin? Huch. Da unten. Okay. Unterwegs natürlich die Augen aufhalten, dass ich hier nicht tausendmal rumrennen muss um irgendwelche Fahnen. Ich wette sowieso, dass ich für die letzte Fahne oder die letzten zwei werde ich wahrscheinlich 3 Tage brauchen. Oh, da oben glitzert's, da oben glitzert. Ich habe einen gesehen. Da waren es nur noch 16. Und da ist schon die nächste. Wie komme ich rein? Kann ich hier irgendwo Trollsprung? Nein? Nein, kein Trollsprung. Oh. Merken da drüben. Dass sich die Leute nicht beschweren, dass ich denen einfach aufs Dach steige. Und da sind es noch 15. Yippie! Bitte sagt mir nicht, dass es tausende von diesen Fahnen gibt. Bitte. Ich konnte mich vage daran erinnern, dass es sowas gibt, aber nicht mehr in welchem Umfang. Huch, nein, 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 nein! Seht nur, Gott erbarme dich, er ist verrückt. Entschuldigung, weitergehen, hier gibt's einfach weitergehen. Bitte weitergehen, danke. Ich könnte immer noch schwören, dass ich da drüben vorher eine gesehen habe. Verlangt Geld, dann geht es automatisch weiter. Okay, werde ich mir merken. Guter Trick. Ich hätte vorhin echt schwören können, dass da hinten eine Fahne war. Hm. Ach, das war da kaputt. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf. Merke, unter diesem Heuhaufen sind Steine. Ach Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ach da, okay. Also hier lieber regulär runter. Wir sind bei Phase 6. Kann ich mit denen irgendwie... Könntest du bitte runter? Danke. Kann ich mit denen irgendwie markieren als Pfui, böse, aus, nicht nehmen? Das sind keine Steine. Aber dich habe ich gesehen. Beim Fall in den Tod. Oh, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5? Es gibt also 11 dieser Fahnentypen-Dinger. Komm, geh da. Schuld. So, nü. Guten Abend. Hallo. Auf Pferd aufsetzen. Drücken Sie neben einem Pferd auf Leertaste oder Umschalter, um es zu besteigen. Das Pferd folgt Ihnen außerhalb der Stadt überall hin. Welchen soll man nehmen? Shizuka, sag du mal, welchen wir nehmen sollen, weil du kennst dich da besser aus mit Pferden. Ich bin da mit Hotte Üs ja eher... Ja, ich bin auch mal geritten, aber... Das ist halbe Ewigkeit her. Also in meiner Kindheit. Welche soll man nehmen? Schwarz, weiß oder braun? Ich würde den schwarzen nehmen.
Der Schimmel war der Weiße, oder? Schimmel war weiß. Und Rappen war der Braune. Nee, das war Bonanza. Falsche Zeit, Entschuldigung. Ah, schneller hier. Huch. Also Kurvenlage ist noch, also die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ja. Ah, Rappe schwarz. Okay. Was ist denn der Braune? Also das Pferd müssen wir noch ein bisschen tunen, was die Kurvenlage angeht. Die ist wirklich... Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern. Okay, wo sind wir jetzt? Aussichtspunkt, okay. Braun ist braun. Okay. Also unser Endziel ist Damaskus. Also einfach jetzt nach... Oder Pfeil zeigt nach unten, also nach links. Da ist eine Mauer. Sie, jetzt habe ich vergessen zu lesen, was da stand, weil ich die Aussicht genossen habe. Ihr seid Assassinen. Okay. Kollegen, da habt ihr einen vergessen, der etwas komisch da liegt. Und ich weiß natürlich auch, jetzt kommt das Klettern. Guten Abend, Phyllis. Wie geht's dir? Hab dich gesehen. Machst du bequem? Bist du gut durch die Woche gekommen? Bist du gut ins Wochenende gekommen? Oder geht es dir wie Shizuka und mir, dass du dauermüde bist? Ah! Danke! Und weh, in dem Ding da unten sind jetzt auch Steine versteckt. Eins von 12 Aussichtspunkten im Königreich erklommen. Okay. Umgebung erkunden. Missionsziele und Verstecke in diesem Gebiet werden nun auf dem GPS, auf der Karte und GPS angezeigt. Ich sehe immer noch einen blinkenden Halbmond. Leertaste, um fortzusetzen. Wenn Sie einen Aussichtspunkt erreicht haben, können Sie mit dem Todessprung zurück nach unten gelangen. Ja, wie gesagt, ja, wehe, da sind Steine drin. Wehe! Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam. Ja, da sind also auch Steine drin. Das, boah. Ist einer von euch bitte so freundlich und googelt mal, ob das ein bekannter Bug ist oder... Ich weiß nicht, muss ich dazu noch irgendwas machen? Der springt doch von alleine, oder? Ja, wir klettern jetzt nochmal hoch. Ist ja gut. Eigentlich doch nur vor und dann springen. Oder muss ich dann was gedrückt halten? Oder... Man weiß es nicht. Also ihr wahrscheinlich schon, ich nicht. Ja, Adler, geh mal weg da.
Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich muss die Tasten gedrückt halten. Sagt mir das doch jemand. Gibt es hier irgendein... Oh, da gibt es mir nicht nächsten Aussichtspunkt. Das sieht aber so aus. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass das helle der Weg ist, dann geht es hier irgendein... Gehen wir lieber mal zu dem da. Was ist bei euch los? Könntet ihr! Die mögen mich also nicht. Genau, durchgedrückt halten, das ist sozusagen man. Haut da einfach mit dem Drescher drauf und dann wird das Ganze weich. Reiten die hinterher? Das ist ja grausam. Da sind noch mehr. Zu Hilfe! Ich habe ihn, er ist hier. Ihr werdet mir nicht entkommen. Kannst dich nicht ewig verstecken. Das ist er, dort, fass ihn. Bleib stehen, ihr könnt nicht entkommen. Ich kenne dich sehr gut, ich werde dich finden. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass es, ich muss die Tasten gedrückt halten. Ja, die wollen mir an die Nüffe. Im doppelten Wortsinne. Zwei von zwölf. Dich kriege ich schon noch. Geh mal weg. Komm, kusch dich. Also anscheinend vertragen wir uns mit den Osmanen auch nicht. Wo ist jetzt mein Gaul? Da drüben. Ja, das ist nicht meiner, aber ich nehme ihn trotzdem. Karte. Wir müssen dahin, dann nehmen wir mal den Aussichtspunkt mit. Also einfach immer links halten. Danke, Shizuka. Wie zuvorkommen von dir. Zum Glück geht der Bot heute nicht wegen Kommentaren und so. Versprochen, ab dem nächsten Stream läuft er wieder. Wie gesagt, wenn ich das heute noch... Hätte ich das heute noch gemacht, dann wäre ich da nicht mehr... Kurze Spoilerfrage. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel irgendwo Wachen töte, hier auf der Map, respawnen die oder ist das nur einmal fertig machen und danach sind die für immer weg? Also ich reite jetzt hier einfach mal weiter, aber es könnte ja durchaus sein, dass es Sinn ergeben, dass ich die unterwegs abschmurkse, weil danach kommen die nicht mehr oder sowas. Ja, du magst die Clips-Funktion und wahrscheinlich dann auch die Quote-Funktion. Komm schon. Ganz ruhig, Rudolf, ganz ruhig. Okay. Hast natürlich recht.
Wir können auch einfach... Moment mal, da war irgendwas mit beritten im Kampf. Nehmen wir mal den frischen Gaul. Oh, da ist auch ein Fähnchen. Das Fähnchen. Könntest du bitte die Waffe ziehen? Hallo, Waffe ziehen. Null und... Hallo. Ah, jetzt zieht das Schwertchen. Na, danke. Irgendwie hab ich das noch nicht ganz drauf mit zu Pferde. Ah, jetzt. Bleib stehen! Na! Jetzt, den hab ich. Der steht da drüben. Der steht auf der anderen Seite von der... Auf der... An... Der Lampi. Boah. Der schlägt immer auf die andere Seite. Da ist er. Da ist er. Na, endlich. Da sind noch zwei. Aber erstmal holen wir uns das Fähnchen da oben. König Richard Flaggen, 1 von 100. 1 von 100. 99 to go. Der sieht mir gefährlich aus. Hallo. Schönes Wetter heute, gell? Bisschen heiß um die Jahreszeit, aber... Lass ihn nicht entkommen! Da ist eine Wand. So, dann werde ich ja jetzt sehen, ob die wiederkommen oder ob die jetzt für immer und ewig in den Jagdgründen weiden werden. Und ich weiß, dass ich viele, viele... Oh, da ist noch eine Flagge. Da ist eine Flagge, da ist eine Flagge. Muss ich dazu echt absteigen? Ja, Felix, da redest du dich nicht mehr ganz so leicht raus. Es sind bloß noch 98 Flaggen von 100. Und da sind nochmal so zwei Wachen. Zugestochen, ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Was will er uns zeigen? Ich würde gern. Zeigt der auf den Schatz? Wollen wir mal. Der zeigt. Zeigt er nach oben oder nach da drüben? Wir werden das nie herausfinden. Das ist ja nochmal zwei. Also in dem Tempo kommen wir ja gar nicht weit. Nehmen wir den da. Tötet ihn! Haltet ihn! Ach nö! Euch hol ich mir! Ihr werdet mir nicht entkommen!
Steck doch nicht an, der Klinge nicht zu Step. Tschüss. Weil wir ja befreundet. Okay. Wie viele sind denn das? Gibt's hier ein Nest und weh, ich muss die alle nochmal töten. Hallo. Ich wollte mich in der Gegend bloß mal umschauen. Haltet! Ja, das hatte ich ja eigentlich vor, aber die sind ja wirklich an der Kante hängen geblieben. So, guten Abend. Wissen Sie, wo es hier zu... Tötet ihn! Okay, es funktioniert. Sieht ein Pferd in echt auch so von hinten aus, dass es rip, lap, lap. Ja. Ja, irgendwer muss die Drecksarbeit ja machen. Oh. Okay, da sind ein paar viele hier. Ich hab ein Fähnchen. Und damit waren es nur noch 97 von 100. So, wie komme ich jetzt hier wieder unauffällig runter? Könntest du da bitte? Danke. Gut, hier hinten ist keiner. Die Türme sind immer relativ einfach. Gibt es hier auf der Hauptmap eigentlich auch Missionen? Drei von zwölf. Wir kommen am Ende näher. Nicht? Und wie blinkt es da hinten? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Synchronisierte Anzeige 3 von... Was? Optional? War wieder nicht gelesen. Ja, da ist ein Fähnchen.
Hotel kommt. Ja, ist ja gut. Ich weiß, sie sind böse. Ja, ist brav. Kriegst auch ein Zuckerchen nachher. Ich denke mal, wir werden hier noch ein paar Mal vorbeikommen. Ich hole mir das Fähnchen. Aber wie der Rock ausschaut. Hüpf, 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 ja. Hüpf. Checkpoint erreicht. Ach, da ist noch einer. Okay, dann nehmen wir auch noch mit. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg oder hätte ich da abbiegen müssen? Na, wir werden es rausfinden. Oh. Das sind mir ein paar zu viele von Anfang. Das ist ein ganzes Lager. Willst du mich verarschen? Ja. Und da ist Ei. Ei verbipsch. Von 60 ist immerhin einfacher als die dämlichen Fallen wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwas plündern oder so? Das Schild vielleicht? Nicht? Nein. Okay. Also früher bin ich die Fassaden auch wie, also da bin ich da hoch und runter, das war. Da wird einem schwindlig, wird einem da. Außerdem war das das Falsche. Okay, ich bin schon ruhig. Ein Trollsprung mitten in das Lager. Hier sind anscheinend keine Missionen auf der Map, okay. Aber da ist eine Fahne, da ist eine Fahne. Geronimo! Diesmal habe ich aber 100% die Tasten gedrückt gehalten. Aber 100%. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie den. Wo lädt denn der jetzt? Ich hatte gedrückt. Halte gedrückt. Mit Leichen können Sie Ihre Gegner ablenken. Also mehr als die Tasten gedrückt halten. Nach vorne springen und rechte Maustaste. Weil es so schön war. Rechte Maustaste und dann Leertaste für Springen. Und dann die Pfeiltasten nach vorne gedrückt halten, oder? Nein. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmesser. Manny, könntest du bitte nochmal googeln? Das muss ein Bug sein. Oder muss ich irgendwas anderes machen? Moment, jetzt probieren wir mal was anderes. Rechte Maustaste nach vorne springen und jetzt alles loslassen, außer Pfeiltasten nach vorne. Nö. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hab ich gemacht. Also ich hab
Der erste Versuch, den ich, oder so wie es jetzt eigentlich vorhin dann geklappt hat, war rechte Maustaste, ist um da oben das Menü von unauffällig auf auffällig zu schalten. Ich habe die W-Taste für nach vorne gehen gedrückt. Und die Leertaste ist die Aktion unten, springen. Und die habe ich auch gedrückt gehalten. So, jetzt sind alle drei Tasten gedrückt. Nein. Der Bug ist in meinen Fingern. Ich hab's befürchtet. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell nehmen. Entschuldigung. Jetzt halte ich nur mal rechte Maustaste und W gedrückt. Und tippe die Sprungtaste nur an. Ach, nur fallen lassen. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie. Die arme Dame kommt nie zum Ausreden, so schnell lade ich. So. Nur fallen lassen. Nee. Nee! Rechte Maustaste loslassen. Okay, lass mal wieder hoch. Moment. Warum arme Shizuka? Ich sterbe doch hier die ganze Zeit. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Ist ein Bug. Okay. Das kann ja heiter werden. Ganz ruhig. Wie komme ich da jetzt da wieder runter? Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell nehmen. To fix this bug, all you need to do is to turn on adaptive V-Sync in the Nvidia control panel, which comes with all Nvidia cards. All can be done on. Adaptive. Ach du Scheiße. Entschuldigung, das wird. Also ich weiß noch von meiner Erinnerung, dass diese Möglichkeit des Springens nicht gerade unwichtig war. Um zu entkommen. Oder überhaupt mal irgendwo runterzukommen. Turn on adaptive V-Sync. Adaptives V-Sync. Bildeinstellungen anpassen? Nein. Anti-Aliasing, CUDA, DSR, Multiframe, OpenGL, Shader, bla bla. Vertikale Synchronisierung, Einstellung für 3D-Anwendungen verwenden. Aber mit adaptiv steht da leider nichts. Nein. Der Fix ist von vor drei Jahren. Hab ich Optionen? Grafik. V-Sync. Ein. Übernehmen. Ja. V-Sync zum Egger. Okay.
Mal gucken, ob Forsync alleine schon ausreicht. Danke, Manic. Danke. Ich muss aber ehrlich sagen, ich wusste bis heute auch nicht, dass V-Sync eine Auswirkung auf Kollisionsabfragen hat. Ich dachte immer, das ist bloß eine Anzeige. Also eine Anzeigesache im Sinne von, wie das Bild ausschaut. Das muss ich natürlich hier wieder. Ja, auf die Idee muss ich auch erstmal kommen. So, lass mich tippen. Ich muss mich jetzt durchmetzeln, oder? Oder ganz langsam mitten durch das Ding hier gehen. Weil wie gesagt, noch sind mir das ein paar zu viele. Also wenn ich die 100% durchsalzen muss, dann du auch, Shizuka. Weißt du, geteiltes Leid und so. Ignoriert mich, ich bin nicht da. Ich klau euch nicht den Gaul gleich unterm Arsch weg. Ah, da steht einer. Die werden mit Kekse gedient. Shizuka, pass mal auf unsere Keksdose auf. Hier wird mit Kekse gedealt. Hallo, schöne Pferde hast du hier. Was für... Tötet ihn! Warum springt der auf den Gaul? Wo geht's hier lang? Zu Hilfe, zu Hilfe. Da ist noch einer der Templer. Yep. Weil die Straßenmeisterei müsste hier auch nochmal trinken. Das ist ja grausam teilweise hier. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten. Zum Wohl. Guten Mann. Und wenn das gerade erwähnt, nachher nicht wundern um 9. Beziehungsweise ich mache es auch ein bisschen abhängig davon, ob ihr danach noch mehr sehen wollt. Werde ich eine kurze Pause machen und mir Essen bestellen, weil heute gab es nichts in der Kantine und mein Kühlschrank ist leer. Bis das Essen dann da ist, ist es locker 22, 23 Uhr. Untertauchen. Du nimmst einen Döner. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ach, die Parade habe ich wahrscheinlich noch nie, oder? Okay. Mit Alm und Schaf. Also ein Schafsdöner. Gib da lang. Bist du endlich tot? Ach, der tritt sich fest. Schön schaut's aus.
Sushi oder Chinesisch oder Schoki. Bürger, die sie vor Soldaten retten, werden ihnen im Gegenzug ebenfalls helfen. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ihr könnt nicht entkommen, Alter! Bitte tut mir nichts! Drücken Sie F und versuchen, den Bürger zu retten. Ja, ja, machen wir. Tut mir nicht. Vorsicht jetzt! Ungläubiger! Hier wird nicht entkommen! Ui! Unfair, im Rücken, du Sau. So, Bürger. Ich hab dich gerettet. Geld her. Drücken Sie F, um mit einem zu befreiten NPC zu sprechen. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Mach das. Das sind wahrlich dunkle Tage. Die Gelehrten helfen Ihnen, an Wachposten vorbeizukommen. Drücken Sie Leertaste, um zwischen Ihnen unterzutauchen. Bürger gerettet. Gelehrte sind ein gutes, bewegliches Versteck mit... Ich glaube, das V-Sync hat auch das Problem mit den... Also mit den Bändeln, die... Die freuen sich nicht mehr, einen zu sehen. Oder es hier ist windstill. Nee, ich glaube, das V-Sync... Das scheint wohl einiges. Okay, dazwischenstellen und Leertaste. Na, die Röcke dehnen sich doch noch etwas komisch. Aber ich freue mich zumindest nicht, sie zu sehen. Alle Wachen, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Karamellpop. Blöd? Sachen gibt's. Guten Abend, guten Abend. Wir wollen hier zur täglichen Danke. Danke. Wie weit laufe ich da jetzt mit? Und warum haben die alle so komische Dinge auf dem Kopf? Das gefällt mir jetzt schon nicht. Und da ist schon der nächste Bürger in Not. Ich glaube, die drehen jetzt wieder um, oder? Dein Gott hat dich verlassen. Bitte tut mir nichts. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Also im Prinzip sollten wir wahrscheinlich den ersten Aussichtspunkt. Ach du schon, ich erinnere mich wieder. Das sind dann wieder Distrikte, dann gibt es da 5 Städte und die. Oh. Okay. Ich habe doch nichts Falsches getan. Bessere Warum Weise tut ihr das? Ketzer! Hilfe. Habt ihr etwas zu sagen? Hallo! Aus dem Weg! Ich hole mir jetzt den Kopf! Brauch ich doch. War das der letzte? Ich Schnauze, hör auf. Stirb endlich. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Das ist ein böses Omen. Holt Hilfe! Eins von Habt ihr euch wieder beruhigt? Nee, das ist schlimmer als die Rothemden bei Star Trek. Die sind wenigstens umgefallen nach ihrem Satz und waren tot. Aber sieht hübsch aus. So hilft mir doch jemand! Ja, was ist denn los, Holdemaid? Renn halt weg. Ich bin weggerannt.
So, ich muss da hoch. Okay. Mir schwant Grausames. Aber wir gehen los. Entschuldigung. Oh, eine Fahne. Sarazenenflaggen. 1 von 100. Da werden ja immer mehr. Da sollten noch irgendwann mal auch weniger werden, oder? Hüpf. Ich gucke immer wieder, ob ich euch was verdecke. Ein bisschen verdecke ich euch was. Ein Millimeter weiter nach oben schadet nicht so. Ja. Dann seht ihr da den Rest auf. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist ja ein weiter Trollsprung. Und dann holen wir uns die Falle. Bang. Ja, ich sogar, das habe ich befürchtet. Ich gehe mal davon aus, dass es in jedem anderen Teil auch ist. Und einen wunderschönen guten Abend, Boreas. Wie geht es dir? Wie bist du durch die Woche gekommen? Und ich glaube, ich mich zu erinnern, dass der in dem Teil noch nicht schwimmen kann. Warum der erste Teil? Weil ich den noch nie durchgespielt habe. Ich habe den, wo es Release war, bin ich mal ein gewisses Stück gekommen. Lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, ich habe Damaskus durchgehabt, aber das ist so lange her, also das war wirklich Release und da ist so viel... Was zu beweisen habe, man kann nicht schwimmen. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Gut, die Übung nochmal. Und deswegen damit, weil das ist ja eine zusammenhängende Story, das ist ja nicht nur so, dass das irgendwie das Spielprinzip übernommen worden ist, sondern das ist ja wirklich eine zusammenhängende Story dahinter. Na gut, er ist nicht allergisch auf Wasser. Hallo. Er wird sich noch verletzen. Ja, könntest du... Danke. Guten Abend. So, was haben wir denn hier? Darf ich da eine generelle Frage stellen? Erst mal diese Bürger retten und Aussichtspunkte machen oder Dachrennen? Oder direkt die Hauptstory? Also wie ist da die am besten Herangehensweise in der Reihenfolge her? Erst die Hauptstory und dann die Nebenquest oder erst alle Nebenquests und dann die Hauptstory? Du hast es noch ungespielt in der Bibliothek. Warum? Ich hoffe nicht, weil es scheiße wird. Neben dann Haupt? Okay. Also so Stück für Stück hier alles aufdecken und dann die Haupt. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass diese hier alles noch Nebenquests sind. So... Gibt es da eine legendische Unterscheidung zwischen Haupt und... hier kann ich alle Ziele, alle Elemente, Missionsziele, optionale Ziele. Alle Ziele. Okay. Dann sind es alles drei Hauptmissionsziele.
Okay, ich glaube, das, was Shizuka sagt, hört sich doch gut an. Beziehungsweise zum Beispiel. Entschuldigung, ich weiß heute nicht, was. Ich habe so leichten Reiz zu husten. Zum Beispiel jetzt hier die Bürgerrettung. Wenn ich da auf dem Weg zu diesem Punkt bin, kann ich auch die Bürgerrettung auf dem Weg machen und dann halt sich so durchfischen. Passt. Da ist eine Fahne. Ding, ding, ding. Der Bub kann sich mit einem kleinen Finger den Mount Everest rüber. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie den. Er kann sich mit dem kleinen Finger den Mount Everest hochziehen, aber er schafft es nicht zu schwimmen. Aber muss die. Okay. Ja. Badetag. Boah, sorry. Entschuldigung. Geht diesmal auf Nummer sicher. Fallen lassen. Drei von 100. Bürgerrettung ist unterhalb. Moment, ist dann. Ja. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Mögt ihr, was ihr seht? Mit uns jemand. Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr es nicht. Komm, bei mir findet ihr es sicher. Lass mich gehen! Ich habe nichts verbrochen! Aus! Gottloser Heilgläubiger! Komm, stirb doch einfach! Danke für das Gespräch. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätte mich entführt. Der Herr ist mit uns! Na toll, die haben mich gesehen. Wo kann ich mich jetzt hier verstecken, da oben? Natürlich, und da ist eine Fahne. Ich will die Fahne, danke. Dann müsste man da hoch, danke. Ich hätte nicht mal den ersten Sprung geschafft. Komm, wir müssen es doch irgendwo da drüben jetzt verstecken. So. Der Aussichtspunkt dazu. Ja. Das sind jetzt Partisanen, okay. Gelehrte. Ach, da gibt es ja unterschiedliche. Stimmt, da habe ich jetzt vor lauter Hektik nicht lesen können, was die Partisanen machen. Es tut mir leid. Oh. Bei Kugelklotz. Ein Templer. Eine sehr große Auswahl.
Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Was tut er denn? Das ist ein bisschen blöd, oder ist es der Helm? Der Helm macht wahrscheinlich so, dass der mich nicht gesehen hat. Also das war gerade komisch. Guten Abend. Wie geht's euch so? Nichts los hier, oder? Okay. Ach, Mist. Wer hat das getan? Können die mich entdecken, wenn ich da mit... Also, wie schaut's aus heute Abend? Ein bisschen ausgehen? Geht mal weg. Kommt, kuscht euch, kusch. Ja, ich hänge. Ich kann mich hier gerade nicht bewegen. So, ne. Aussichtsturm. Und tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage. Ich gucke nur ein bisschen rum, nicht, dass ich irgendeine von den Fahnen übersehe und danach drei Tage rumlaufen muss, nur um die Fahnen zu finden. Oder sind die Fahnen schon so aufgeteilt, dass man sie eigentlich, wenn man so halb waches Auge hat, durch die Mission, durch das Rumlaufen von alleine findet? Da drüben ist zum Beispiel wieder so eine Fahne. Von 9. Wo ist Trollhaufen? Da ist Trollhaufen. Und Fahne war da. Krieg mal hin. Dots. Geht mal weiter, kuscht. Das stimmt hier nicht. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Echt fies verstanden. Boah. Bevor es endgültig zu spät ist. Boah. Der Stadt gehört uns. Hat uns immer gehört. Der ist gerade von... Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Gell. Er kann nicht schwimmen, aber er besiegt die Physik. Echt fies versteckt. Das freut mich. Das freut mich. Das habe ich viel... Freut mich. Nordwärts zog, stieß ja auf den Führer. Befragung. Ah, okay. Einen wunderschönen guten Abend, Norwe. Wie geht es dir? Gut durch die Woche vor uns gekommen? Wie waren die Vorlesungen? Alles hinter dir? Ich verstehe, das hier sind sozusagen, wo man dann solche Dinge, wo mich verstecken kann, freischaltet. Diese Quests hier sind Nebenquests und das hier ist Hauptquest. Wo also am Icon kenne ich die nicht, oder? Das sind halt Quests. Der Sarazin und seine darbenden Männer. Und auch ein dir. Auch dir einen wunderschönen Arne Proxy. Wie geht's dir? Die erste Schulwoche wieder gut überstanden. Oder ihr habt doch wieder Schule. Ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Niemand kennt diesen okay, Mann besser als ich. Trotzdem danke fürs dabei sein. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschneiden. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe. Von einem Händlerprinz ohne Gleich.
Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut, auch wenn es ein bisschen salzig gestern war. Also der Stream gestern ist ja ausgefallen. Ich weiß nicht, ob es auf Twitter alle gelesen hat. PC, Crash, kaputt. Dann hatte ich heute ein wenig Probleme mit der Installation des Spiels wieder. Das ist abgeschieden. Na, gehen wir noch ein bisschen in die Ecke. Hey du. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Der war doch aber jetzt eigentlich nicht unschuldig, oder? Nicht schuldig. Ja, ja, Van. Geh du mal. Alter, geb dir gleich. Von daher gut, aber die letzten zwei Tage waren ein bisschen nach Hause kommen und sagen, wirklich? Da ist man da Arbeit und macht eigentlich nichts anderes, außer... den Aussichtspunkt? Ne, den habe ich noch nicht. Sonst wäre er weg. Macht eigentlich nichts anderes, als mit dem PC zu arbeiten. Dann kommt man nach Hause, muss weiterarbeiten am PC, anstatt sich zu entspannen am PC. Könntest du da hochklettern? Danke. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Bei dem Sprung würde ich wahrscheinlich mit der kleinen Zehe hängen bleiben, ausrutschen und mir dann die Leiste brechen oder sowas in der Richtung. Und mit dem Fingernagel aufreißen. Ganz schlimm, ganz schlimm. So. Schön ist es. Drei von neun. Ah, okay, da sieht man sozusagen, was noch offen ist. Ah, okay, da waren gerade 10 von 15. Jetzt noch 5 weitere Aktionen, die irgendwie Synchronisierung bringen, dann kriege ich einen extra Lebensbalken. Ich verstehe langsam. Yippie. Hallo. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Dann hast du deine Augen noch nicht offen gehabt. Wo müssen wir lang? Ah, da sind Bürger befreien. Befreien wir mal die Bürger auf dem Weg. Diesmal ein paar mehr. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Helft mir. So hilft mir doch jemand. Seht nur. Was macht ihr da? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben Fahne kosten. Speichern. Das wird euch das Leben kosten.
Ach, shit. Das kann doch noch funktionieren. Könntest du bitte die... Lass die einen immer im Rücken greifen, hauen, boah. Du willst sterben, so sei es. Da kommt doch nochmal einer. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Könnt ihr mal aufhören, meinen Rücken zu hauen? Möge der Herr seine Seele gnädig sein. Okay, erst treffe ich ihn gar nicht und dann... Und dann ganz ohne Deckung. Der Herr sei gepriesen, ihr habt mich gerettet. Die Fahne. Stadt wird von eurer Tat erfahren. Fahne. Was mir wohl passiert ist. Ja, schreit er immer noch. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Und was seid ihr jetzt hier? Hallo, mein Freund. Rebellen. Was macht ihr? Party. Bürgerrepublik sind Alliierte. Nutzt sie um den. Können die Text noch ein bisschen langsamer machen? Ja, grausam. So schnell kann doch kein Mensch lesen. Dann gehen wir mal zum nächsten Aussichtspunkt. Oh, was ist das? Aber ja, es scheint sich zu bewahrheiten, dass alle Fahnen nicht ganz so ersichtlich sind, wie es am Anfang aussah, sondern auch so in den Ecken und Kanten. Also hier von hier oben hätte ich, glaube ich, die zwei Fahnen wahrscheinlich locker vorbeigelaufen. Ach, du Himmel. Da scheint das nächste Minarett zu sein, wo wir hochklettern sollen. Oh je, wie konnte das nur passieren? Hüpf. Kommt und seht meine Auslagen. Alles ist neu. Alles so fantastisch. Was ich nicht schon gesehen hätte. Und schaut meine Wagen. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Okay. Ist das eine Moschee oder wo trampeln wir hier gerade drauf rum? Weg. Und hüpf. Auf den Türmen ist außerdem Aussichtspunkt ja in der Regel nichts mehr, oder ist es jetzt nur Zufall gewesen, dass auf den anderen Türmen einfach noch nichts... Gehst du da hoch? Noch nichts war. Und hier? Nein? Nicht? Wo geht's hier hoch? Ja, ist ja gut. Hä? Ach, da geht's gar nicht mehr hoch. Okay. Ach, im Armenviertel. Ah, dann ist sozusagen das Armenviertel. Okay, jetzt verstehe ich langsam. Hä? 2 von 15. Sehen wir denn ein Fähnchen von hier oben? Da steht eine Wache auf dem Dach. Nö. Was haben wir denn aufgedeckt? Na komm, weil die gerade in der Nähe sind, nehmen wir die. Und dann gehen wir zu dem und dann machen wir hier eine Kurve voll uns. Dann haben wir eigentlich auch so ziemlich alle Türme abgefälscht. Hä? Gott.
Warum tut sie mir das an? Was habe ich euch getan? Och, die schon wieder. Ich werde dir die Hände abschlagen. Was mag er haben? Könntest du runter? Hat er seinen Verstand verloren? Helft mir! Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Das kostet dich den Kopf! Ja, ist ja gut. Könntest du jetzt bitte das Schwert dann? So. Was ich bei der Steuerung nicht ganz begriffen habe, ob ich in die Richtung gucken muss, wo er abwehren soll, oder ob er das automatisch macht, wenn ich die Abwehrentaste drücke. Von eurer Tat erfahren. Ach, noch mehr Rebellen. Sehr schön. Oh, was ist das? Seid Partisanen signalierte Nutzen sie, um Verfolgungssoldaten aufzuhalten. Ah, okay. Arme Seele. Wo müssen wir denn? Nach da unten. Okay. Wie konntet ihr? Das war ein Einzelstück. Ein Einzelstück, genau. Wie die 23, die daneben stehen. Was mag ihn zu sagen? Und gleich auch schon. Ein Einzelstück. Ich habe genau das, was ihr braucht. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Wir handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen wir. Boah! Geh da hoch! Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Ha. Was macht der da? Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Danke. Wahnsinn. Gab es damals wirklich so eine Art von Balkon? Oder haben die das da jetzt hin erfunden? Nein. Ich wollte mich bloß ein bisschen aus in den Schatten. Also das ist halt, weil es so warm und so. Ja, da, genau. Aber ich frage mich mit Controller. Boah. Ich glaube, ich würde ausrasten. Und wieder ein Sync. Und noch eins, wir kriegen einen Sync dazu. Mal gucken, ob wir hier eine Fahne sehen. Nö, kein Fähnchen zu sehen. Dann gehen wir doch mal glatt weiter. Was greift der da immer zu? Gott. Wobei ich denn diesen Überraschungseffekt mit Steinen drunter schon witzig fand, so zwischendrin. Da ist ein Fähnchen, da ist ein Fähnchen. Wie seltsam. Und da waren es 8. Bleiben bloß noch 92 Fähnchen. Sarah 10. Die 10. Ihr wagt es in meinem Beisein. Hä? Ach, da ist ein Turm. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Stirb, Dieb! Hilfe! Aber manchmal hat er eine Kurvenlage, die ist nicht mehr frei. Da rennt er zu schnell und kriegt dann die Kurven nicht mehr.
Und im nächsten Moment klettert er fast von alleine. Ja, und wie viele Adler es da gibt, das ist ja. Oder ist es immer dasselbe? Die Position erinnert ein bisschen an Spider-Man. Das ist natürlich die Frage, wer hat von wem geklaut, wer war zuerst da. Wieder das übliche Spielchen, mal wenn wir hier oben ist, schon mal umgucken, ob es irgendwo irgendwelche Fähnchen gibt, die man. Aber wenn wir schon mal hier sind, befreien wir mal die Bürger hier unten. Ach, da ist doch ein Fähnchen. Ganz offensichtlich versteckt. Das sind aber die gemeinsten. So Dinge, wo mitten auf dem Platz stehen, wo du 23 Mal vorbeileuchten und beim 25. Mal denkst, seit wann steht denn das Fähnchen da? So. Das ist doch Bürger, oder? Bürger retten, ja, Bürger retten. Angeber. Bereue deine Sünden. Ja, papa, papa, papa. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Was hier wohl passiert? Und noch mehr Rebellen. Okay. Oh, wir haben einen Synchronisationspunkt hinzubekommen, das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Das heißt, wir können jetzt dahin und dann gehen wir hier hin. Getan! Da lang. Da ist ein Leiter, dann fällt es vielleicht nicht ganz so. Bitte mal bitte durchgehen, dankeschön. Ich glaube, bei Leitern meckern sie nicht rum, nur wenn man die Wand entlang klettert. Was denkt dieser Mann nicht mal? Ich denke mir gar nichts. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ein Tod von oben gibt's nicht, oder? Probieren wir einfach mal. Haltet euch fern von mir. Nein, gibt es nicht. Warte. Hat ihn einer von euch gesehen? Oh, komm schnell! Lass sie nicht entkommen! War jetzt noch nicht ganz beabsichtigt. Schöne Sehung, aber leider umsonst. Euch hol ich mir! Renn doch nicht weg! Komm doch mal her hier! Hopp, 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 komm her! Haut er mich von der Seite einfach an mich auf. Und da kommt der nächste. Tschüss, Sikorski! Okay, wo ist jetzt die Bürgerin, die ich retten sollte? Passt auf! Es ist nicht weise, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Entschuldigung. Das sind wahrlich dunkle arme Seele. Wo ist jetzt die Bürgerin? Wo ist? Hä? Furchtbar. Möge der Allmächtige den Schuldigen verzeihen. Wo bist du? Wie konnte das nur passieren? Die standen doch hier unten. Wer hat gesehen, was hier geschah? Dieb! Elender Lump! Okay, respawn. Das ist langweilig, wa? Dieb! Elender Lump!
Geht weg. Und natürlich sind da auch gleich noch die anderen Wachen wieder. Ich hätte nicht warten sollen, wahrscheinlich. Ah, da kommt nochmal einer. Oder heranspaziert, heranspaziert. Ja, dann muss der Römer mal rein. Ja, könntest du bitte danke. Ungläubiger, werde euch in den ersten Fall auf meiner Seite. Würden Sie auch mal weniger? Oh, boah. So ein D-Symptom ist ja ein D-Symptom. Das ist reine Zeitverschwendung. Boah. Gut, dass ihr noch vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Und noch mehr von den Partisanen. Oh, wie schrecklich. Also ist ein Mörder in der Nähe. So, wo können wir jetzt hin? Jetzt können wir zu dem Aussichtspunkt. Der ist rechts da. Steht da einer oben? Ich glaube, da steht einer oben. Entschuldigung. Bisher läuft es ja sogar. Seltsam. Warum tut er das? Weil er dumm ist, tut er das. Einfach nicht. Einfach komplett. Nichts passiert. Dann komme ich da hoch. Ah, ich sehe. Da drüben. Entschuldigung, darf ich mal kurz danke. Bauarbeiter im Notfalldienst. Da hinten laufen auch Wachen drauf rum. Das scheint etwas Wichtigeres zu sein. Fähnchen kann ich jetzt aber keins entdecken. Hüpf, ob das so. Jetzt muss ich doch da wahrscheinlich von hier nach da drüben gehen. Ah, okay. Und dann scheint es hier weiter zu gehen. Entschuldigung, gibt Nase. Ist einer da? Boah. Hallo. Euer Leben ist verwirkt. Ja, dann nimm halt das Schwert. Der zappelt aber noch lange. Da unten ist der Trollhaufen. Sehen wir von hier irgendwo noch was? Nö. Synchronisation erreicht, perfekt. 7 von 9, sind noch 2. Tatsache sind noch 2. Das sind normale, hier gibt es wohl einen anderen Weg zum Königreich. Weil wir sind ja von hier oben gekommen. Wo ist das? Moment mal, jetzt muss ich mal. Ach, da ist das Tor, oder? Nee. Hä? Ah doch, ich gucke in die Richtung, dann ist das. Okay. Dann gibt es da also auch noch einen Weg. Und schon mal. Nope. Wir gehen mal dahin.
Ach, da ist Mauer, da kann ich gar nicht hin. Okay. Ich habe genau das, was ihr braucht. Kommt, Leute! Kommt und seht meine Augen! Also hier scheint es noch einen zweiten Weg nach rein und raus zu. Oh, ein Fähnchen. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! 10 von 100. Natürlich genau neben den Torwachen. Stirb, Dieb! Ich hab gesehen! Hört auf! Stirb, Dieb! Haltet bitte ein! Ihr tut mir weh! Da hinten sind auch noch Wachen. Ja, genau. Und da kommt noch mal eine. Ach, scheiß drauf. Habt ihr etwas zu sagen? Jetzt kostet dich den Kopf! Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht, Entschuldigung. So dein Leben ist verwendet. Geht auf, ihr könnt nicht fliehen. So, jetzt sind wir da vier. Nie, solange du noch kannst. Okay, er dreht sich automatisch hin. Das ist reine Zeitverschwendung. Perfekt. Das lief ja also langsam an den Weg, glaube ich. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wer hat das getan? Sagt es mir. Ein guter Mann hat mir das gefunden. Er wird sich noch verletzen. So. Wo können wir als nächstes hin? Ach, da ist ja, sind ja bloß noch die zwei. Stimmt, ja. Oh, ein Fähnchen. Ich sehe ein Fähnchen, das ich haben will. Bläh, da muss ich aber hier rüber. Aha. Mit uns sein werde. Das stimmt ja nicht. Auf, dass er uns den Sieg schenkt. Nix, mir gefällt die Aussicht bloß hier oben. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Kann ich da nicht? Könntest du da? Wo? Nein? Dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibs. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Ansonsten kann er sich doch an den Dingen immer festheben, aber da irgendwie jetzt nicht. Okay. Ich will aber da hoch, da ist ein Fähnchen. Ich gehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Ich hoffe, das war kein wertvolles Einzelstück. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Was ist das? Diese Stadt gehört uns. Hat uns wie komme ich da hoch? Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Okay. Fähnchen. Das Feuer des Krieges wird sich durch das Land und Tausende von Leben. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienst des Gottes zu lassen. Wie kannst du das, woran wir glauben? Es gibt keinen größeren Ruhm als. Ich war halt gerade bloß irritiert, weil an den sonstigen Verzierungen kamst du ja eigentlich immer recht gut hoch. Da lang. Oh, da wollte ich fast wieder irgendwo in die Pampa springen.
Geht gleich weiter. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Sattel. Lappen. Greif nicht immer in die Luft. Okay, da hätten wir hier nochmal einmal Bürger befreien auf dem Weg. Das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir mit und dann den Turm und dann dahin und dann bestelle ich mal Abendessen. Und jetzt kann ich auch die Tasten loslassen. Also es hatte wirklich nichts damit zu tun. Das war wirklich dieser reine reine Grafikbug. Hallo. Hallo. Ich hätte verletzt werden können. Nein, das ist nicht. Dreckiger Sieg, ich werde dir die Hände abschlagen. Wo jammern die rum? Da. Stirb, Dieb! Sind wieder zwei und. Dass der immer ist, die Zivilistin. Entschuldigung. Ich kann doch nichts dafür. Bleibt die Nachricht jetzt so lange, bis ich mal einen starken Angriff mache oder was? Danke. Kann ich auch irgendwie ausschalten, die Nerven langsam. Ich Hallo. Danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh nein, was ist passiert? Du standest schon neben, als es passiert ist. Warum fragst du, was passiert ist? Wie mein Arbeitstag heute war, heute ging's. Gestern war. Steckst du das Ding weg? Wer würde nur so etwas Furchtbares tun? Gestern war ein bisschen stressiger, da hat etwas nicht so funktioniert wie es sollte und ich habe bis um. Oha. Bis um 5 Uhr gearbeitet. Also 10 Stunden voll gemacht. Aber heute war in Ordnung. Noch so einer, der da so unaufmerksam steht. Hallo und tschüss. Sind die alle so einfach? Einfach. Von daher, ja, die Woche gut überstanden, bis auf das Ärgernis gestern mit dem Rechner ab. Halt. 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 Zurück. Mit dem Rechner abschmieren. Ich stehe direkt daneben, ich bin bloß blind. Also mit der neuen Installation. Hä? Ach da! Mit der neuen Installation dann und heute, dass die Firewall ist. Der will da nicht hochspringen. Aber da lang springst. Eieiei. Dann nehmen wir halt die Leiter. Und dann das Fähnchen. Ja, haha. Mit Anlauf? Ja, mit Anlauf. Wer kennt es nicht, man muss ja ständig, das ist ja klar, wenn man gegen Wände oder Wände hochlaufen will, braucht man ein Stückchen Anlauf. Das ist ja. Also gut, wo bist du? Passiert mir sonst nicht, dass ich das vergesse. Hoch, da, danke. Alle Aussichtspunkte im Armenviertel haben wir. Das ist ein blaues. Warum ist das ein blaues? Weil eigentlich müssen wir das ja machen, um überhaupt. Oder nicht? Um überhaupt diese ganzen Nebenquests, die wir dann da wahrscheinlich noch machen müssen. Aber egal. Trollsprung! Gott.
Roxy, wie läuft's bei dir in War Thunder? Ich habe die letzten Tage, vor allem gestern, dann im Prinzip nur über einen anderen PC meine tägliche Belohnung geholt. Warum hilft mir denn niemand? Ich komme ja gleich heute in den Maid. Was wollt ihr? Aus dem Weg! Untergegangen! Ach! Den hol ich mir! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Möge der Herr gnädig sein. 9 von 12, ich habe ihn mal gesehen. Läuft gut, sehr schön. Warum meint er das? Weil ich es kann, Madame, weil ich es kann. Oh, Fähnchen. Fähnchen. Fähnchen Nummer 1. Hüpf. Kletter, kletter. Fähnchen. Damit sind es noch 86. So, jetzt müssen wir noch zweimal Bürger retten, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, Gelehrte. Aber hier sind ja auch überall immer wieder Gelehrte. Warum hat es mit ihnen? Na gut. Retten wir hier hinten die Bürger noch, dann gehen wir hier zum Büro und auf dem Weg zum Büro nehmen wir das auch noch mit. Wo muss ich lang? Da lang. Ah. Puh. Ist der immer so riskant springen muss? Entschuldigung. Entschuldigung. Was war das? Sehr actionreich. Da ist eine Wache. Oh, das ist ein Bazar oder was ist das da unten? Da ist auf jeden Fall ein Fähnchen. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Okay, wie komme ich zu dem Fähnchen? Das ist jetzt direkt über mir. Interessiert ihr euch vielleicht hierfür? Nein, ich habe aber noch... Ich verstehe nicht, was er damit erreicht hat. Ah, och. So jetzt darüber? Ja, kommt auf nur, das kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Ding drauf und... Denk, 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 Fähnchen. Yippie. Das sah jetzt mal elegant aus. Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen. Komm! Mit den Russen? Mit den Russen ist natürlich auch nicht schlecht. Ich bin gerade dabei, die Amis ein bisschen nach oben zu pushen. Nein, 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 nein. Was bringt ihn dazu? Das bin ich ganz sicher. Kommt doch zu den Sam. Das habe ich nie zuvor gesehen. Da wollte ich nicht hin. Und hoch geht's, genau. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Ich bin komplett in die falsche Richtung gerannt. Dann nehmen wir halt die da. Aus dem Weg! Ungläubiger Stirn! Das kostet dich den Kopf! Bah! Er ist in der Nähe. Das wollte ich nicht. Versteck dich mal. So. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich so einen Fall auf den Gegner fallen lassen und beim Fallen... Aber das scheint wohl nicht zu funktionieren.
Heißt, ich muss einen Weg finden, runterzukommen. Natürlich hält er sie nicht fest. Warum sollte er das auch? Ich werde dir die Hände abschlagen. Hinfahr, stirb, Dieb. Hey, euch kenne ich doch. Haltet euch fern von mir. Ach, natürlich kommen wir wachen. Wo sind die jetzt hergekommen? Autsch. Das wird nicht so schwer werden. Was schuckst du die? Oh. Okay, den einen habe ich in die Wand geschuckt und dabei hat er sich den Kopf so schwer gehauen, dass er gestorben ist. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde. Wer hat das getan? Oh, wie schrecklich. 10 von 12. Hä? Oh nein. Ah, da sind auch noch welche. Okay, jetzt sehe ich es. Okay, ich habe tatsächlich noch einen anderen übersehen. Aber wenn wir jetzt schon mal in der Nähe vom Büro sind, dann gehen wir mal zum Büro. Arme Seele. Da lang. Da lang. Da lang. Das ist ein böses Omen. Und ich mache schon mal die Kamera weg, weil jetzt kommt, glaube ich, gleich wieder ein bisschen Blabla-Story. Und dann möchte ich euch ja nicht im Bild sein. Guten Abend. Altair, schön euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fängt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Okay. Und ich glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt, um kurz eine Pause zu machen. Wie gesagt, ich muss mir kurz was zum Essen bestellen, bevor die Lieferservice zumachen bei uns. Ich würde also sagen, so 5 bis 10 Minuten Pause. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
Da bin ich wieder. Bin drin. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch weiter bis. Assassin's Creed 1, bitteschön. Was ist denn? Da. Aktualisieren. Gut. Spiel wieder zeigen. Achtung, nicht erschrecken, gleich bin ich wieder zu sehen. Sölle. Wie gefällt's euch denn bisher? Da wollte ich nicht hin. Machen wir noch geschwind die zwei Bürger fertig hier. Eins von sechs Nachforschungen komplett. Zwei Nachforschungen werden für die Attentatserinnerung benötigt. Erreichen Sie Aussichtspunkte, um sie zu finden. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ihr gesagt habt, ich soll ein 100% Rennen machen, dann müssen wir natürlich auch. Diese alle sechs Nebenquests machen und es gibt wahrscheinlich sowieso dann noch mal Lebenspunkte und so weiter. Von daher wäre ja blöd, wenn wir die liegen lassen würden. Wo sind sie denn? Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Lasst mich gehen. Oh, ein Fähnchen. Dieb, elender Lump. Oh Mann, ich hoffe bloß, ich übersehe keins. Bitte, helft mir! Bereue deine Sünden! Diesmal ist elegant um die arme Zivilistin herum. Ich hab doch recht im Ausfall gekriegt gehabt. Er muss aber auch genau in dem Moment um die Ecke kommen. Und noch einer. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Sehr schön. Entschuldigung. Warum macht er das? Weil ich es kann, wie ich schon mal erwähnte. Die nächsten Bürger sind dahin. Huch. Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig.